Hallo und willkommen zu meinem allerersten vorproduzierten Mittwochsvideo. Wow, auch für mich eine Premiere. Auf jeden Fall, da ich gerade eben mit meinem Freitagsvideo fertig geworden bin, ist mir diesbezüglich gleich das nächste Thema eingefallen, nämlich Rassismus. Ich möchte heute am Mittwoch mit euch über das Thema Rassismus reden. Und für mich ist es so, ich habe, auch wenn ich offensichtlich ausländisches Aussehen habe, bin ich noch nie wirklich so richtig rassistisch angegangen worden. Also für das, was ich gesagt habe, bin ich mal angegangen worden, schon öfter, aber für das, wie ich aussehe, noch nie. Und es ist wirklich so eine richtig schöne Sache, weil ich weiß, dass es auch anders laufen kann und dass viele Leute da viele Vorurteile haben und viele auch in diesem Punkt nicht weltoffen sind. Und ich finde es einfach schön, dass ich bisher in einer Welt aufgewachsen bin, in der mir sowas noch nie passiert ist, wo ich sehr vielen Leuten, die sehr weltoffen und auch sehr froh über mich als Menschen sind, begegnet bin. Und damit ihr wisst, wie ich auf das Thema komme, zeige ich euch jetzt einfach mal den IKEA-Katalog. Meine Mutter hat mir vor ein paar Tagen erzählt, dass sie im Radio eine Diskussionsrunde gesehen hat oder gehört hat. Gesehen kann sie es ja nicht, entschuldigt, war gerade ein bisschen Pillepalle. Auf jeden Fall hat sie eine Diskussionsrunde gehört, dass der neue IKEA-Katalog rassistisch sei. Und das hab ich dann überlegt, hä, wieso? Und wir haben dann auch, meine Mutter und ich haben beide so total blauäugig diesen IKEA-Katalog durchgesucht und haben überlegt, wo ist da jetzt dieses rassistische Element, wo ist es? Und dann am Ende haben wir das Deckblatt angesehen und haben gesehen, dass da ja viele multikulturelle Leute auf dem Deckblatt sind. Und das ist uns gar nicht aufgefallen. Das ist uns echt nicht aufgefallen. Wir haben das überhaupt nicht bemerkt, weil es einfach für uns eine normale Situation ist. Weil für uns heißt multikulturell sein etwas sehr Schönes, etwas sehr Positives, etwas Gutes, etwas Lehrreiches und etwas, wo wir ganz ehrlich auch davon lernen können. Ich bin jemand, ich freue mich über jede Kultur. Ich möchte so viel wie möglich über die ganzen Kulturen in der Welt lernen. Ich will wissen, was machen die Inuits? Was ist bei denen so toll? Was machen Indianer? Was ist so amerikanisch, typisch amerikanisch? Was ist typisch englisch? Und was ist typisch irisch? Was ist typisch schottisch? Und ich möchte da jetzt nicht nur so Klischees haben nach dem Motto, alle Briten essen furchtbares Essen oder alle Schotten sind streitsüchtig. Habe ich schon mal gehört irgendwo, ich weiß nicht, ob es ein weitläufiges Klischee ist. Oder sowas wie, alle Iren sind Trinker. Ich möchte mehr über die Leute wissen. Ich möchte mehr über die Leute, die dahinter sind, erfahren. Ich möchte einfach mir ein Bild von allen möglichen Kulturen machen. Und um das zu können, muss man ja die Leute aus den anderen Kulturen erstmal kennenlernen. Und das ist etwas, wo für mich etwas Schönes ist, wenn ich jemanden treffe, der einfach eine andere Kultur hat, der mir andere Dinge erzählen kann. Sowas wie zum Beispiel, also meine Schwester erzählt mir andere Sachen als mein Bruder, meine Mutter erzählt mir andere Sachen als mein Vater. Und ja gut, das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber wir zum Beispiel, also sind eine ganz multikulturelle Familie. Wir haben drei typisch Deutsche. Dann haben wir eine Brasilianerin und einen Nepalesen in der Familie. Und wenn man uns so anschaut, einfach als Familie, würde man also, wenn wir durch die Stadt laufen, gar nicht glauben, dass wir wirklich alle zusammengehören, so im klassischen Sinne. Und das finde ich so schön, weil obwohl wir alle irgendwie, ja, nicht uns ähneln, sind wir irgendwie doch eine Familie, die zusammenhält. Und ich finde es einfach auch so schön, wenn ich dann wiederum, dadurch, dass eben wir so viele Kulturkreise in unserer Bekanntschaftskreise auch haben. Wir haben auch Ungarn und wir haben, jetzt bin ich gerade Mops, weil jetzt fällt mir gerade keine. Ja, wir haben auch Afghanen in unserem Bekanntschaftskreis und auch Türken haben wir im Bekanntschaftskreis und jetzt wird es langsam echt eng. wir haben noch mehr Franzosen haben wir und ja, jetzt fällt mir gerade nichts mehr auf die Schnelle ein, tut mir leid, aber wir haben viele, viele Kulturkreise in unserem Bekanntschaft. Österreich und Schweizer, aber gut, das kann man jetzt auch als relativ sehen. Und ich finde es so schön, weil jede Kultur hat was anderes Tolles. Und ja,
Ich mag auch schon manchmal gerne einfach nur anderes Essen kennenzulernen. Und ganz ehrlich, ich bin ein Käsefondue-Freak. Ich könnte stundenlang Käsefondue essen. Ich meine, ich könnte mich wirklich wirklich 365 Tage im Jahr von Käsefondue ernähren. Ich finde es einfach das leckerste Essen auf der Welt. Und ich liebe Pizza. Ich liebe wirklich Pizza. Und ich mag Tiramisu. Und ich liebe Chop Suey. Oh Gott, Leute, ich liebe Chop Suey ohne Ende. Und ich finde es einfach so schön, weil wenn man andere Kulturen annimmt, kann man auch anderes Essen annehmen. Und ja, gut, jetzt habe ich euch mehr über die Sache erzählt, wie das ist, wenn es positiv ist. Aber ich finde es einfach so schade. Wirklich schade, dass es Menschen auf dieser Welt gibt, die andere Leute diskriminieren oder gar als minderwertig betrachten, nur weil sie nicht sind wie sie selber. Und das ist einfach ein totaler, naja, einfach total schade. Ich wollte gerade was anderes sagen, aber ich fluche nicht. Also. Und ich finde es einfach so unfassbar engstirnig. Ich finde es engstirnig, den anderen Kulturen keine Chance geben, sich zu integrieren, sich zu versuchen einzufinden, sich zu beweisen, den Leuten neue Dinge beizubringen, den Leuten neue Dinge zu zeigen, einfach neue Erfahrungen zu machen. Und ich finde es so schade, dass so viele Leute sagen, ja, ist mir auch egal. Ich will nur, dass es bei uns gut läuft. Ich will gar nichts von anderen Kulturen wissen. Ich will nichts wissen. Ich will einfach nur, dass wir hier und so. Ich finde es so egoistisch auch von denen in gewissen Punkt, weil sie damit, ja, ich finde es egoistisch für sie selber, weil sie damit sich selbst aus egoistischem Grund das Wissen einschränken. Ja, so könnte ich es formulieren. Ich finde es egoistisch, wenn man sich selbst die Chance nimmt, Wissen aufzunehmen. Und ich finde es so schade, wirklich schade, wenn wir einfach alle, wir sind alle Menschen, wir sind alle aus Fleisch und Blut, wir sind alle haben mal geweint. Gut, obwohl, bestimmt gibt es irgendwo auf der Welt jetzt irgendwo. Ich wette, irgendwo gibt es einen, der noch nie geweint hat, aber wir haben alle schon mal gelacht, wir haben alle irgendwie schon mal Leute, die wir sehr gern haben, verloren. Wir haben alle schon mal Leute, die wir sehr gern haben, neue kennengelernt. Wir haben alle dieselben Voraussetzungen, wenn wir auf die Welt kommen. Nämlich, wir sind einfach nur Lebewesen, die zusammen sein möchten irgendwie. Was jetzt irgendwie blöd klingt, weil ich jetzt kein soziales Lebewesen bin. Also, aber die irgendwie jemanden brauchen. Die brauchen jemanden, der ihnen beibringt, wie die Welt ist. Und ich finde es einfach so schade, wenn wir uns alle in uns nur versuchen, wenn jeder nur noch versucht, in seinem Eck zu bleiben, in seinem Welteck, dann ist es doch traurig, weil dann lernt man gar nichts mehr. Ich meine, mal ganz ehrlich, wenn wir jetzt zum Beispiel mal einfach mal in die Antike zurücksehen, dann können wir es mal so sehen. Früher war es ja so, dass in Ägypten gab es Papyrus. Papyrus war zum Beschriften von Papier. Und Papyrus hat wiederum dazu geführt, dass es Papier gibt. Und wir alle könnten keine Bücher lesen, keine Texte schreiben, wenn es nicht irgendwie mal von Ägypten zu uns rübergeschwappt wäre. Oder sowas wie, ja, Burger King ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber so viele Leute oder McDonald's, also so viele Leute essen gerne bei Burger King oder McDonald's. Und wenn wir mit den Amerikanern nichts zu tun bekommen hätten, dann würden wir das nicht haben. Oder sowas wie einfach auch mal Reiskocher. Mein Gott, Reiskocher sind die beste Erfindung, die es gibt. Ich habe euch ja mal ein Video zu meinem Reiskocher gemacht. Und es ist einfach so, wenn es einfach so wäre, dass wir keine Chinesen hätten, dann hätten wir auch niemals Reis. Ja, Reis zum Beispiel, es wird ja viel in China angebaut und in Japan, glaube ich auch, aber ich bin mir nicht sicher. Und wenn wir diese Kulturkreise nicht hätten, dann hätten wir keinen Reis kennengelernt. Oder Nudeln. Nudeln sind auch so ein Beispiel, das kommt aus Italien. Und wenn es keine Italiener gäbe, gäbe es keine Nudeln. Ganz ehrlich, wie wäre die Welt, wenn wir nur noch versuchen würden, alle in unserem kleinen, engen Zaun zu leben? Also, die wäre bestimmt nicht mehr so schön und so lustig und so interessant, wie sie jetzt ist. Und ja, ich für meinen Teil, ich bin ja gebürtig gesehen wirklich das Beispiel für multikulturell. Ich bin ja zum Teil Schottin, zum Teil Irin und zum Teil Brasilianerin. Also, ich meine, mehr Multikulti, glaube ich, geht kaum in den Genen. Aber naja, doch, wenn ich jetzt noch ein viertes hätte, aber habe ich nicht. Also,
Aber mal ganz ehrlich, ich bin jemand, ich finde einfach schön, neue Sachen kennenzulernen, neue Kulturen kennenzulernen, neue Leute kennenzulernen. Und ich finde es furchtbar, furchtbar schade, dass so viele Leute da sagen, sie wollen das nicht. Sie wollen einfach gar niemand, keinem eine Chance geben. Nur weil er anders klingt, nur weil er woanders herkommt, nur weil er anders ist. Und nur weil Andersartigkeit anders ist, heißt es nicht, dass sie was Schlechtes ist, sondern im Gegenteil. Andersartigkeit macht die Welt besonders und schön. Ja, das war meine Meinung dazu. Ich hoffe, ich konnte euch da jetzt ein bisschen helfen. Ich habe so wirklich richtig, zu Rassismus kann ich nur noch eins sagen. Rassismus ist eine Sache der Intoleranz und des Nichtwissens oder des Desinteresses. Weil viele Leute, die rassistisch sind, sind so Leute, die viele Sachen über den Kamm scheren und sagen, all die. Und all die klingt jetzt gerade irgendwie all die, entschuldigt. All diese Arten von Menschen sind doof. Und es ist einfach so, weil sie sich nicht damit beschäftigen. Weil sie einfach nicht wirklich. Ich habe auch oft so den Eindruck, Rassismus ist ein Ding der Ahnungslosigkeit, wenn man so will. Wenn man einfach keine Ahnung hat von den anderen Kulturen, von den anderen Geschichten, von den anderen Erlebnissen. Und wenn man dann einfach nur, ja, sich auch nicht dafür interessiert. Und das ist so mein Eindruck, wo Rassismus herkommt. Viel mehr kann ich euch davon nicht erzählen, weil das ist wirklich so ein Thema, wo ich mich nicht besonders gut drin auskenne. Aber ich wollte euch einfach mal sagen, dass ich dieses, ja, ich wollte einfach mal das Thema auch ein bisschen anschneiden. Ich wollte euch einfach sagen, was die Vorteile davon sind, wenn wir mehrere Kulturen haben. Und ich wollte euch einfach sagen, wie schade es ist, wenn man diese Vorteile nicht sieht. Gut, das war heute mein Video. Ich hoffe, wir sehen uns am Freitag wieder. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht, oder eben auf Twitter oder Facebook oder eine E-Mail an die bell.riedmeier@outlook.com. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine wundervolle Zeit. Wir sehen uns am Freitag. Bis bald. Tschüss.